Freitag ist es endlich soweit. 19.09.2008 im Fahnenkreuz kommt raus. Damit kommt endlich die Wahrheit ans Licht. Die ganzen Zeitungen und Medienberichte waren doch alles nur gefaked, damit die Auflagen sich besser verkaufen. Alles nur Scheiße. Hier, das ist die Wahrheit. Geht in den Laden, kauft euch das Teil, bestellt es euch vor, holt es bei Amazon, bei Distributions, im Junto-Shop. Auf jeden Fall solltet ihr euch das besorgen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag zur deutschen Hip-Hop-Geschichte. Wir waren die Ersten, die verklagt worden sind vor Gericht wegen Musik, wegen Inhalten, wegen Texten. Ihr habt uns indiziert, 7 CDs sind deutschlandweit beschlagnahmt worden. Und auf jeden Fall ist das ein wichtiger Beitrag zur Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit. Da werdet ihr mal sehen, was abgegangen ist bei uns, die SEK-Einsätze, wie die mit uns umgegangen sind, was danach noch kam. Hört es euch auf jeden Fall an, ist sehr, sehr wichtig. Kauft euch die CD. Wie gesagt, kauft euch die CD und im gleichen Zug besorgt euch die ganzen anderen Merchandise-Artikel, die es dazu gibt. Wir haben hier keine Mühen gescheut. Wir haben für euch ein riesengroßes A1-Poster gemacht. Solltet ihr euch auf jeden Fall aufhängen in der Wohnung. Sehr wichtig. Für die ganzen Vorbesteller unter euch, die ersten 500 Leute kriegen ein signiertes, exklusives Poster dazu. Davon gibt es nur 500 Stück, nur für die Vorbesteller. Also ihr habt jetzt noch die Chance, heute und morgen zu bestellen. Danach wird es diese Sache nicht mehr geben. Ansonsten, was gibt es noch? Wir haben natürlich Sammelkarten, wie sonst immer gemacht. Ihr seht hier viele Sammelkarten. Werden auch mit beigelegt bei den ganzen Vorbestellern. Ihr seht, ihr kriegt viele exklusive Sachen. Ein Flyer sollte eh schon jeder haben. Was gibt's noch? Wir haben hier natürlich diesmal auch für Ladies Shirts gemacht, also damit die weiblichen Fans auch Werbung für uns machen können für dieses Album, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Für die männlichen Fans natürlich. Sieht sehr gut aus. Ihr seht, ich hab's gerade an. Da könnt ihr es sehen. Sehr gutes T-Shirt. Ansonsten CD, natürlich wie immer. Hier könnt ihr einen kleinen Einblick haben. Kann man noch was vom Booklet kurz zeigen. Das habt ihr am Freitag in der Hand, kauft es euch. Und ein paar weitere Specials da drin natürlich. Auf jeden Fall abchecken. Wir haben die besten Leute aus Deutschland am Start. Kaiser, Frauenarzt, Moneymark, V-Tide, MC Bastard. Wir haben Darkroom-Familie aus Amerika. Die hatten auch schon Stress dort drüben mit FBI, Abhören damals. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und ihr seht, damals 80er Jahre war es bei denen. Und jetzt Deutschland kopiert es 1:1. Damals hat Deutschland sich noch schön lustig gemacht, wie Amerika nur so verbissen sein kann, wegen Inhalten bei Musik so einen Stress zu machen. Heute macht Deutschland genau das Gleiche. Die CD ist die Antwort darauf. Kauft sie euch, das ist die Wahrheit. An dieser Stelle will ich mich nochmal bedanken bei all den Leuten, die hinter uns standen. Ihr seht, der Untergrund hält zusammen. Wir brauchen die Hilfe von denen. Die sind natürlich sofort am Start und genauso werden wir es bei denen sein, wenn die unsere Hilfe brauchen. Ich will mich bedanken bei Smerly, der jede Nacht bluten musste, weil er bis sonst wann arbeiten musste, um diese ganzen Designsachen fertig zu kriegen. Ist auf jeden Fall alles top geworden. Ihr seht, die Qualität ist super. Auch besonderen Dank an unsere Fans, die hinter uns standen, die nach der ganzen Gerichtsverhandlung trotzdem noch treu waren, die unsere Sachen immer noch kaufen. Und wir sehen es an den Vorbestellungen. Es sind immer mehr Leute, die das interessieren. Weil so eine Sache kann man nicht einfach unter den Teppich kehren, wie diese ganzen verfickten Zeitschriften, Magazine da draußen, Hip-Hop-Zeitungen, die von sich behaupten, dass sie irgendwie die Nummer 1 wären in Sachen Berichterstattung und sowas. Wo sind die Berichterstattungen zu diesen Gerichtsverhandlungen? Wo ist was? Mann, ihr labert einen Scheiß über 15 Mal Kollegah-Interviews. Wen interessiert die Scheiße, Mann? Wo sind die Sachen von Gerichtsverhandlungen? Ist egal, ob ihr unsere Musik mögt oder nicht. Das müsst ihr ja gar nicht sagen, dass ihr das toll findet. Ihr könnt ja sagen, dass es Scheißmusik ist in euren Augen. Aber wo ist die objektive Berichterstattung über Sachen, die es in Deutschland noch nie gab? Über eine Gerichtsverhandlung, über eine Verurteilung, die es noch niemals zuvor gab. Ihr merkt nicht, was ihr macht, ja? Ihr seid voll bescheuert. Daran werden jetzt alle anderen Sachen gemessen. Und ihr wollt darüber nicht berichten? Scheißt auf euch, Mann. Wir haben ohne eure Hilfe, ohne irgendwelche Promo-Aktionen in irgendwelchen Zeitungen, haben wir mehr verkauft als all diese Möchtegern-Leute, die in euren Zeitungen sind. Scheißt auf euch. Auch schon am Ende angelangt. Es wird keine weiteren Shows mehr zum Fadenkreuz, die CD geben. Wurde alles gesagt, was gesagt werden musste. Die anderen Kleinigkeiten und Details hört ihr alle auf dem Album. In 2 Tagen ist es soweit. Ihr habt jetzt noch die Chance, heute oder morgen eins vorzubestellen. Für die Vorbesteller bei Distributions oder im Junto-Shop gibt es natürlich, wie gesagt, eins von 500 limitierten Postern, die signiert sind von uns allen. Da seht ihr es. Und natürlich Sammelkarten dazu.
gibt es nur bei uns. Also bestellt euch das Teil noch und hört endlich die wahre Geschichte. Und dann vergleicht die mal mit den ganzen Zeitungsberichten. Wir werden natürlich auch ein paar Exemplare der CD an die ganzen Zeitungen, die bei uns berichtet haben, schicken, damit die mal ihre Version ein bisschen überprüfen können. Mhm. 2008, Don't Break Records.